Aufgrund von Überlastung, meine Damen und Herren, wurde unser Generator überladen und hat Feuer gefangen. Und damit hallo und herzlich willkommen. Die Leute aus der letzten Episode kennen schon. Wir sind ein bisschen in der Bedrulle gerade, weil unser hauptwichtigster Generator gerade den Geist aufgegeben hat. Wir haben ein kleines Problemchen in unserem Knast. Wir müssen erst einmal die Feuerwehr rufen, das ist wichtig. Wie ich weiß, ist das ja hier ein amerikanisches System, glaube ich. Also es kostet uns Geld, Notdienst zu rufen, ne? Elite-Truppen, Luftsanitäter, Flugfeuerwehr. Alter Vater. Wir brauchen, ja genau, es kostet uns 100, die Feuerwehr zu rufen. Das ist belastend. Es ist, wie gesagt, ein amerikanisches System. Wenn man hier kein Geld hat, hat man verloren. Die Wachen interessieren mich gerade weniger. Ich brauche einen Löschtrupp, der mal irgendwie versucht, dieses Ding da in den Griff zu kriegen. Und der zweite Löschtrupp, der kann dann mal versuchen, von hier außen irgendwie das Ganze in den Griff zu kriegen. Von allen Seiten einmal Wasser drauf. Dann ist Feierabend. Der Personal war auch ein bisschen über Wasser. Das Ding muss für 5000 Euro saniert werden, die wir natürlich gar nicht haben. Deswegen müssen wir mal ganz kurz anfangen, hier so ein bisschen Holz zu verkaufen, damit wir auf die 5000 Euro mehr wiederkommen. Jetzt haben wir leider immer noch nur 3000 Euro, das ist nicht so besonders viel. Ist ein bisschen ärgerlich, das heißt, wir müssten uns was überlegen. Ja, wir müssen einfach Holz verkaufen, das hilft nichts. Leider roh, ist natürlich fürchterliche Geldverschwendung, das jetzt so zu machen, aber es hilft ja nichts. So, jetzt sind wir auf 5000 Euro, das Objekt hier muss erst einmal repariert werden und Vollgas bitte. So, gelöscht ist die ganze Plörre, das ist schon mal nett, da vorne ist immer noch Feuer. Gut, dann können die Feuerwehr nach der Brandschau auch wieder gehen. Für mich relevant, brennt der immer noch die Räume weg? Übrigens die kurze Frage, also ist jetzt der Büroraum, wo ist es denn hier, der Putzmittelschrank, nein, wo ist denn hier unser Personalraum? Ja, der ist immer noch so groß wie vorher, okay, vermutlich hat er einfach nicht gebrannt. Erster Schritt ist also hier die Außenwände wieder ziehen. Wir haben leider für die letzte Wand wieder kein Geld. Was ist das nervig, ey. So, dass man auch nicht einfach einen Kredit aufnehmen kann, dass man nicht einfach ins Minus gehen kann. Ich meine, Kredit aufnehmen, ja klar, aber naja. So, anscheinend sind wir auch nicht versichert, also wir sind anscheinend ein sehr amerikanischer Knast. Wir haben keine Versicherung und wir haben auch einen Riesenhaufen Geld, den wir mal gerade bezahlen mussten, damit die Feuerwehr kommt. Naja gut, dann müssen wir uns mal darum kümmern. Das Ding ist auf jeden Fall wieder am Netz, das ist das Wichtigste, damit auch morgen früh das Frühstück funktioniert und unsere Kollegen hier können erstmal schlafen. Schön, wir haben ja keinen Boden gehabt, der jetzt hier in irgendeiner Form abgefackelt ist. Die Ziegelwand muss noch gebaut werden und wenn die steht, ist erstmal alles in Ordnung. Wir können uns damit erstmal um Personalbedürfnisse kümmern. Mann, da wollte ich nicht hin. Bedürfnisse. Unser Knast selber hat geringere Bedürfnisse. Unser Personal hat Wärme und Ruhe. Das ist vor allen Dingen hier hinten das Problem gewesen, dass die Wärme hatten, was denen fehlt. Aber das kriegen wir ja mittlerweile in den Griff. Temperaturtechnisch sollte das hier vorne ja relativ warm gewesen sein. Ansonsten ist dieser Knast aber auch relativ warm. Und wie ihr seht, reicht die Warmwasserversorgung auch von beiden hier unten kommenden Reihen nicht aus, um hier vorne entsprechend Warmwasser in den Griff zu bekommen. Dadurch, dass das jetzt so sich darstellt, müssen wir uns eben überlegen, wo wir hier oben in Zukunft einen weiteren Warmwasserzugang schaffen. Das heißt, dass man hier entsprechend einen Warmwasserraum zur Verfügung hat. Mich beißt es natürlich oder mich kitzelt es natürlich in den Fingern, da zu sagen, ich habe Schluck auf. Wir sagen jetzt zum Beispiel, wir nehmen hier vorne mal zentral in der Mitte einen Teil weg, um das schön symmetrisch zu halten. Aber das ist auch irgendwie Schwachsinn. Also theoretisch wäre ich der größte Freund davon, wenn wir in der Warmwasserrichtung, ich meine, da oben ist der Generator, der macht einfach auch einen riesen Umweg. Vielleicht können wir da ganz ehrlich, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wir können da eigentlich ganz anders vorgehen. Also wir ziehen einmal ein Warmwasserrohr darunter. Und das andere, das kann so gesehen auch dann wieder entfernt werden. Auch wenn das uns jetzt hier vorne gleich die Warmwasserleitung gleich mitkillt. Das hier vorne muss ja sowieso stehen bleiben. Ja, also das Warmwasserrohr kann einfach problemlos entfernt werden. Hier vorne haben wir dann einen Warmwasserzugang. Und dann sollte das eigentlich auch kein Problem sein, diesen mittleren Bereich hier mit Warmwasser zu versorgen. Hier vorne, das Ding kennen wir ja schon. Das ist ja unfassbar ärgerlich. Da wir aber jetzt wissen, dass dieser Teil hier vorne ja einen sogenannten mittleren Abschnitt hat, wenn wir mal kurz auf die Patrouillen sehen, das ist dieser Bereich hier, können wir uns eigentlich auch mal leisten zu sagen, wir gehen hier mit dem Warmwasser einmal runter und eigentlich gehen wir einfach direkt von hier unten kommend da hoch, oder? Also wenn ich jetzt hier mal angucke, dann können wir hier vorne einmal den Warmwasserbereich verbinden und dann hat der da oben auf jeden Fall Warmwasser. Ja, also das sollte auf jeden Fall aufgehen, diese Rechnung. Wie gesagt, jetzt eben einmal die Warmwasserrohre hier ziehen, das sollte kein Thema sein. Und wenn die dann gezogen sind, haben wir eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollten. Dann sollte das theoretisch unproblematisch funktionieren. Da vorne haben wir ein
Tunnel gefunden gerade. Da versucht jemand hier drüber zu klettern. Da versuchen ziemlich viele drüber zu klettern. Ja, das ist belastend. Ihr könntet mal darüber gehen. Also die werden auf jeden Fall abhauen. Alter, wie langsam sind die denn? Ach, die Wache ist verärgert. Ja, die haben es ja sehr eilig, dann hier irgendwas noch zu erledigen. Ja, genial, ey. Oh, jetzt gehen die aus Protest langsam, ey. Mit solchen Mitarbeitern, die würde ich auf der Stelle feuern. Mir doch egal, ob du im Pott musst, du sollst die... Also, jetzt mal ganz im Ernst. Was? Hallo, willst du da vielleicht mal was gegen machen? Also, sag mal... Ah! Also diese Wachen, die sind so unfassbar beschissen. Was macht ihr denn hier draußen? Warum geht ihr nicht einfach rein? Da, geh da hin, du bist... Ah, oh, du bist so doof. Warum gehen die nur mit 3 km/h Geschwindigkeit? Weil die verärgert sind. Es darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist doch sowas von dämlich. Ja, kann das mal vielleicht irgendeiner wegwerfen, das Rope da oben, dass da keiner mehr drüber klettern kann? Oh, Leute, ey. Aber wirklich, was war das denn jetzt für eine Aktion? Warum laufen die immer draußen rum und ärgern sich dann darüber, dass... Da läuft da schon der Nächste. Also, ganz, wisst ihr was? Ganz ehrlich, das ist mir zu doof jetzt. Das ist mir zu doof. So, die Leute, die jetzt hier vorne draußen stehen und die nicht wissen, wie sie ihren Tag zum Alltag kriegen sollen, werden jetzt erstmal gefeuert. So, macht Pause. Nee, du bist jetzt gefeuert. Du bist mir zu doof. So, und dann hätte ich jetzt ganz gerne hier erstmal eine Wache stehen. Und die kann sich schon mal direkt um diese Problematik kümmern. Nun macht sie aber nichts. Guck dir das an. So, immerhin. Wir haben einen haben wir erwischt. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Warum kannst du denn jetzt nicht den Tunnel verfüllen? Ach, dieses Spiel geht mir so auf die Nerven. Ey, kommt Leute, ganz ehrlich. Ey, das will mich doch verarschen. Das ist doch nun wirklich... Komm, das kannst du doch jetzt keinem erzählen. Was machst du denn da jetzt? Warum brichst du denn jetzt immer noch aus? Bleib doch mal da stehen. Kannst du dem da nicht mal einen über den Deckel geben? Ja, halt den doch mal auf da. Warum sind die Wachen so unfassbar langsam im Vergleich zu den Häftlingen? Das kann doch nicht sein. Kann jetzt mal irgendeiner diesen Tunnel verfüllen, bevor noch mehr Leute abhauen? Oh, Toiletteninspektion, ey. Da auch Toiletteninspektion. Also kommt, also ganz ehrlich, also irgendwie mit diesen Wachen, man kann mit denen anscheinend gar nichts mehr anfangen. Die sind unfassbar langsam. Ich meine, fangt bloß nicht an davon zu reden, dass die über Erde gelaufen sind. Die Gefangenen sind 10-mal so schnell gewesen. Das geht nicht. Das ist fürchterlich schlecht. Also das machen wir so schon mal gar nicht. Dadurch, dass ich jetzt leider auch kein Geld habe, diesen Tunnel... Oh, das will ich doch gar nicht. Du sollst den Tunnel verfüllen. So, ich habe also 1500 Euro zu wenig, um diesen Tunnel zu verfüllen. Machen wir jetzt auch einfach keine Tunnelverfüllung. Wir kümmern uns erstmal um andere Probleme. Und wenn wir das jetzt in den Griff gekriegt haben, müssen wir erstmal warten, bis wir wieder Geld kriegen, damit wir das hier in den Griff kriegen. Schön. Der ist schwer verletzt, der Kollege da vorne. Ja, der wird jetzt Häftling durchsuchen, also irgendeiner kümmert sich um ihn. Ansonsten ist dieser Knast momentan der schlechteste, den es gibt. Der hier hat gerade auch mal sein Waschbecken zerlegt, was ich ihm gerade für 50 Euro dahin gebaut habe. Und ansonsten muss jetzt erstmal Ordnung hier rein. Und wir werden Wachtürme hier hinbauen, und zwar ohne Ende. Ich werde hier so viele Wachtürme hinbauen. Du glaubst nicht, wie viele Wachtürme ich jetzt gleich hinbauen. Sobald ich die ersten 5 Cent Geld habe, gib mir mal eine Einlieferung. Ich brauche Geld. 0 Häftlinge. Warum denn 0? Ach so, weil die Zellen da unten nicht als... Oh, okay. Okay. Die Zellen hier unten zählen ja nicht als Zellen, weil ich ja kein Geld habe. Und da unsere Wachen gerade momentan für Taser geprüft werden, werde ich auch in den nächsten 25 Jahren kein Geld haben. Heißt, wir müssen momentan erst einmal mit ein bisschen weniger auskommen. Und weniger bedeutet, wir müssen erst einmal... gar nichts tun. Da ich jetzt momentan sowieso unser Personal gar nichts tun kann, können die auch einfach wieder Bäume fällen gehen. Ne? Wir haben jetzt ein riesen Loch in unserem Knast und da können wir nichts gegen machen. Das ist ärgerlich. Wir haben es immerhin geschafft, unseren Tunnel so weit zu verfüllen, dass der hier vorne nicht mehr rausführt. Ist ja schon mal ein Anfang. Und ansonsten müssen wir jetzt halt eben warten darauf, dass jetzt hier irgendwie Personal sich um alles andere kümmert. Der wird hier auch immer noch in dieser Zelle zugewiesen. Das ist natürlich schön. Ich weiß gar nicht, warum diese Zelle überhaupt noch zählt. Zellenstatus. Ja, warum ist die Zelle denn besetzt, wenn da doch der Raumqualität gar nicht erfüllt wird? Ich weiß es nicht. Naja, na gut. Wir müssen eben warten. Wir haben momentan leider gar kein Geld. Wir müssen uns jetzt ein wenig die nächsten Folgen erstmal Geld ansparen. Wir hatten relativ viel, aber wir haben leider Gottes recht spontan recht große Probleme gekriegt. Das da hätte ich übrigens ganz gerne mal weggeworfen. Wenn da irgendein Personalmensch mal Zeit für hätte, der hier rumspringt, irgendjemand... Da, du kannst dich mal ganz kurz darum kümmern, da oben das wegzuwerfen. Das wäre wunderschön. Ja, da kommst du. Nein, du kümmerst dich nicht darum. Das ist auch sehr nett von dir. Geh doch mal dahin und schmeiß das mal weg. Und das Climbing Rope da, das kannst du übrigens auch mal wegwerfen. Du kannst mal wieder zurückgehen und das auch noch wegwerfen. Ja, also wenn du irgendwie die Chance siehst, Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Und du kannst Holzstamm nach Werkstatt verlegen. Achso, da oben rumlaufen die. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Aber wie man sieht, haben wir momentan andere Probleme. Gut, ich würde mal sagen, das ist jetzt schon mal wieder genug Chaos gewesen für heute. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch Hundepatrouillen. Es wird Zeit für die Wachtürme. Was kostet uns das? Wir haben die ja, glaube ich, schon freigeschaltet. Ja, haben wir. Die kosten uns nur pro Objekt, glaube ich, 5.000, nee, 3.000 Euro. Und dann die, ja. Also wir müssen irgendwie mal 10.000 Euro zusammenkriegen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie mal in der Werkstatt gearbeitet haben. Das ist eigentlich das Wichtigste, was hier momentan im Fokus steht. Hoffentlich kommen hier mittlerweile mal relativ viele Leute auch zur Arbeit. Anscheinend einer. 11 Leute sind qualifiziert und nur einer geht zur Arbeit. Das ist... Wo sind die denn... Wo sind die anderen 11 Leute denn untergebracht? Kann hier mal irgendeiner diese... Lass mal die Wäscherei in Ruhe. Können jetzt... Ah! Jetzt werden die mal wenigstens zugewiesen hierfür. Geht doch! Ja, die Wäscherei kriegt jetzt keine Mitarbeiter mehr. Das ist mir zu dämlich. Der Kollege hier wurde auch gerade mal kurz getasert. Und jetzt müssen wir halt eben darauf warten, dass die uns hier ein bisschen Geld einbringen, weil ansonsten haben wir Probleme. Gut, Arbeit und Freizeit. Wie gesagt, es sind immerhin schon mal 12 Leute, die hier theoretisch arbeiten könnten. Nur tut's momentan keiner. Naja, gut, da müssen wir jetzt erstmal mit leben. Frisches Holz kriegen sie auf jeden Fall auch. Freizeit ist momentan auch aktiv. Das heißt, wir können das zumindest schon mal das verkaufen, was sie hergestellt haben, um so ein bisschen wieder ins Plus zu kommen. 1.900 Euro minus haben wir jetzt noch. Und den Rest dazu müssen wir uns dann halt eben in den nächsten Tagen zusammen orientieren. Außer wir können hier unten versehentlich irgendwo einen Kredit oder sowas aufnehmen. Das ist eine gute Frage. Finanzen? Ja, Gehaltskürzung um 10%, da bin ich kein Freund von. Regeln, Quote anpassen, nein, derzeitiger Kredit auch nicht. Ich kann den Kredit durch Buchhalter freigeschaltet. Achso, der muss ja auch erst freigeschaltet werden. Na gut, der wären eh nur 2.500 Euro, die kriegen wir am Tag ja auch problemlos so eingenommen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wäre es das erstmal für die Episode. Wir haben sehr viel Chaos gehabt in der letzten Zeit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin, bis morgen früh oder bis morgen Nachmittag, wann auch immer ihr Lust habt, euch das hier anzuschauen. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.